Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber hatte es seine Großmutter. Die wohnte in einem kleinen Haus tief im Wald und kannte alle Geheimnisse des Lebens. Zu ihrer Enkelin Geburt nähte die Großmutter ein rotes Käppchen aus Samt und nannte das Kind Rotkäppchen. Die rote Mütze verwahrte sie bis zum rechten Zeitpunkt sorgfältig bei sich. Als nun Rotkäppchen zu einer jungen Frau herangewachsen war, rief die Mutter ihre Tochter zu sich und sprach: Komm, Rotkäppchen, iss von diesem Kuchen und trink vom roten Wein. Und dann bring beides im Korb zur Großmutter. Sie wird dieses Zeichen verstehen. Rotkäppchen aß und trank, dann sprang es mit dem Korb über die Türschwelle und die Mutter umarmte ihr Kind dabei so innig, als ob sie es nie wiedersehen würde. Als Rotkäppchen den Wald betrat, war ihm ganz sonderbar zumute. Der Wein tat schon seine Wirkung. Es war ihm, als schwebe es über den Waldweg dahin. Nicht weit begegnete der jungen Frau die Wolfsfrau. Die schien ihr gar so freundlich, dass sie sich nicht fürchtete. Guten Tag, Rotkäppchen, sagte die Wolfsfrau. Schönen Dank, liebe Wolfsfrau, antwortete es. Wohin so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Was trägst du da im Korb? Kuchen und Wein, das soll ich der Großmutter zum Zeichen bringen. Rotkäppchen, wo wohnt denn deine Großmutter? Noch ein bisschen weiter drinnen im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Die Wolfsfrau begleitete die junge Frau eine Weile auf ihrem Weg und sprach wie nebenbei: Rotkäppchen, du gehst ja so schnell vor dich hin, als wenn du zur Schule gingst. In der Zauberschule des Waldes sollst du jedoch etwas ganz anderes lernen. Geh langsam und höre, wie die Vöglein singen. Halt inne und sieh die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Dem Rotkäppchen schien es, als ob die Worte der Wolfsfrau ihm die Augen öffneten. Es blieb stehen und wurde gewahr, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume tanzten und alles voller schöner Blumen stand. Und es sah, dass die Blumen selbst wie kleine Sonnen strahlten. Da lief Rotkäppchen vom Weg ab in den Wald hinein und ging von Blume zu Blume. Und wenn es eine gepflückt hatte, sah es, wie weiter hinaus eine noch schönere rief und mit ihm sprechen wollte. Von jeder Blume erfuhr die junge Frau etwas über deren Wesen und etwas über sich selbst. Auf diese Weise geriet sie immer tiefer in den Wald hinein. Als sie einen ganzen Strauß von den wunderbaren Blumen gepflückt hatte, so dass sie keine mehr tragen konnte, fiel ihr die Großmutter wieder ein. Und die Wolfsfrau begleitete sie bis zu deren Haus. Rotkäppchen wunderte sich, dass die Tür offen stand. Und als es in die Stube trat, wartete die Großmutter bereits. Sie nahm ihrer Enkelin den Korb ab, sah den Kuchen und den Wein und nickte. Die Zeit ist also gekommen, sprach sie geheimnisvoll. Dann setzte sie der jungen Frau das rote Käppchen auf. Rotkäppchen wusste nicht, wie ihm geschah. Ei, wie anders bin ich, wenn ich diese rote Mütze trage, sagte es verwundert. Das rote Käppchen war nämlich eine Zaubermütze. Und wer sie trug, sah Dinge, die mit gewöhnlichem Auge nicht zu sehen und mit gewöhnlichem Verstand nicht zu begreifen sind. Die Großmutter führte Rotkäppchen ins Schlafzimmer und zog die Bettvorhänge zurück. Da lag die Wolfsfrau, die eben noch die Begleiterin gewesen war, im Bett. Aber sie sah nicht mehr nur aus wie eine Wölfin, sondern auch wie die Großmutter selbst. Psst, das musst du jetzt nicht verstehen, flüsterte die Großmutter. Aber die Fragen sprudelten schon aus der Enkelin heraus. Ei, Wolfsmutter, was hast du für große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Ei, Wolfsmutter, was hast du für große Augen, dass ich dich besser sehen kann? Ei, Wolfsmutter, was hast du für große Hände, dass ich dich besser packen kann? Aber Wolfsmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich dich besser verschlingen kann? Kaum hatte die Wolfsfrau das gesagt, neigte sie sich vor und verschlang Rotkäppchen samt seinem Blumenstrauß. Die junge Frau verlor all ihre Sinne. Es blieb keine Zeit mehr zu denken und zu fragen.
ganz dunkel und still, wie in der tiefsten Nacht war es hier im Leib der Wolfsfrau. 3 Tage und 3 Nächte lag Rotkäppchen wie tot im Bauch der Wolfsmutter. Wie im Traum erlebte es mit, wie sie im Verborgenen das bisherige Leben ganz ohne sein Zutun zu Neuem wandelte. Seine Großmutter aber wachte und hütete den Zauber während dieser geheimnisvollen Zeit. Öffnete sich der Bauch der Wolfsfrau. Die rote Mütze hob sich der Großmutter entgegen und heraus stieg eine wunderschöne Frau. Ihre Augen leuchteten wie der blaue Himmel in einer Klarheit, wie man sie nur selten unter den Menschen sieht. Und selbst als die Großmutter der Schönen die Mütze abnahm, blieb das Strahlen um ihren Kopf bestehen. Tiefe Verbundenheit lag zwischen der Alten und ihrer Enkelin, denn nun kannten beide das Geheimnis der Wandlung. Mit dem Segen der Großmutter schritt die junge Frau beschwingt nach Hause, die Mütze sorgsam für weitere Wolfsreisen im Korb verwahrt. Die Vögel sangen ihr lieblichstes Lied und die Blumen leuchteten in ihrer ganzen Fülle. Rotkäppchen strahlte auf seine ganz eigene Weise. Und die Wolfsfrau behütete die Rückkehr aus der Ferne. Zu Hause stand die Mutter schon in der Tür. Die Tochter sah nun auch über ihrem Kopf dieses besondere Leuchten. Als Kind hatte sie es nie wahrgenommen, doch jetzt wusste sie, dass auch ihre Mutter einst die Wolfsreise unternommen hatte. Stiller Stolz erfüllte sie, denn nun gehörte sie wie ihre Mutter, ihre Großmutter, ihre Urgroßmutter und all ihre Ahninnen zum Kreis der Wolfsfrauen. Thank you.